Der schon, ne? Der sieht auch relativ abgefuckt aus, wenn ich ehrlich bin. Boah. Ja, bitte. Ja, danke. Gummistiefel, mehr ist hier auch nicht. Schlecht, schlecht. Ja, dann lass uns ins Gefängnis. Auf direktem Wege. Mehr sind hier nicht, ne? Mehr Kasernen? Ja, glaube ich mal. Okay. Übrigens, wenn euer Bildschirm zu grau wird, stellt einfach das Gamma wieder hoch, dann geht's wieder. Fällt mir gerade so ein. Du bist ein lustiger Vogel. Danke, aber das wusste ich schon vorher. Oh, fuck! Ach nee. Ich kam schon mit Humor auf die Welt. War da gerade ein Schritt? Oh Gott, ich bin paranoid. Dum, 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 dum. Nach oben? Ich, ja. Hinten ist auch zu. Okay. Die Hexe habe ich. Was da alles liegt. Eine Menge liegt hier auf jeden Fall. Da liegt eine Spraycan. Die nehme ich auf jeden Fall. Ah, 0%. Schade. Das stimmt, damit kannst du ja dann die Waffen färben, ne? Ja, so ist es. So ist das, so ist das. Was ist mein Rucksack übrigens ruined? Ne, der ist nur damaged. Okay. Noch eine. Oh. Ja, ich hab ja eine, ne? Also wir brauchen glaube ich nicht zwei. Guck noch Sachen rein. Die sehen abgefuckt aus. Hallo, ne, hier liegt nichts mehr. Nichts mehr von Interesse. Geh nach unten. Oh, was liegt hier drüben alles? Weiß ich ja. Unnützes Zeug. Magazin. 40er Rounds, 5,56 mm. Was ist das? Das nehme ich, glaube ich, hier mal mit. Ach, Militärboot auf dem Computer. Ja, wir haben sie noch hin, oder? PU-Scope ruiniert. Das PU-Scope schmeiße ich mal weg. Ach, schon wieder Zombie-Schlampe. Ne, ich meine, eine Zombie. Dame. Dame. Ja. Mal die Fronttür zu. Will sie ja nicht mobben, aber ich hab Angst und lauf vor ihr weg. Also ich lauf nicht vor ihr weg, weil ich sie irgendwie aus meiner eigenen kleinen Gesellschaft ausschließen möchte, sondern weil ich Angst vor ihr hab. Ich darf das. Ich hab nachgefragt. Warst du unten schon drin? Aus. Ja, da liegen Militärboots. Militärboots? Hier liegt gar nichts mehr. Doch, da war was. Auf den Computer musst du gucken. Ja, stimmt. Viel lustig. Was für eine Qualität haben die? Damaged. Ja, da nehme ich die nicht. So. Kann man hier noch immer was kriegen? Glaube ich. Da sind auch noch Schuhe drin. Feuerwehr. Die Tür geht nicht auf. Ja. Jetzt ist sie auf. Dann ist, glaube ich, noch eine Baracke auf der anderen Seite. Und noch ein Gefängnis. Ja, dann mal los. Alten Daisy-Gefängnis. Boah, du zuerst. Ich bin immer mit einem Schuss. Und du rennst raus. Hast du mehr Schuss für deine Magnum? Ich weiß es nicht, wie viel ich drin habe. Ja, geh doch, guck doch nach. Nein, das ist schon peinlich eigentlich für mich. Ich habe über 500 Stunden DayZ gespielt. Dann nochmal ca. 300 Stunden so Arma 2. Und trotzdem bin ich mir nicht wirklich gut zurecht. Sauber aus. Und los. Danke, dass ihr mir zugehört. Wir haben dir zugehört, wir sind nur konzentriert. Ah ja gut, dann halte ich es weiter das Maul. Ich schweige die ganze Nacht. Ich schweige voller Pracht. So ruhig, ich halte es Maul. Ich habe ein bisschen Angst zu sterben.
So, andere Frage. Ja, bitte. Und zwar, glaubt ihr, dass in DayZ Easter Eggs versteckt sind? Also irgendwie ein Bärenmensch im Wald oder... Jetzt schon? Ja, meistens sind die Sachen ja von Anfang an drin. Ich glaube, die sind noch nicht drin. Ich glaube, da kommt noch was, aber ich glaube, die sind noch nicht drin. Ich habe zumindest noch nichts gesehen. Ah. Oder irgendwie einen Herobrine oder so. Ein was? Herobrine von Minecraft. Kennst du nicht? Ach so, ja, doch. War nicht damals in der DayZ-Version irgendwie dabei? Ja, ich habe wieder Lag. DSF, du läufst auf der Stelle. Jetzt nicht mehr. Wo bist du? Dann renne einmal weiter an der Mauer lang. Ja, ich komm. Ja. Ein schönes Bild, ein echt schönes Bild. Der Screenshot hat sich gelohnt. Chrome, wo bist du? Im Wald. Wo ich hingehöre. Und in echt? Bei mir zu Hause. Ja, komm, blöde Frage, blöde Antwort. Okay. Nee, hey, ich bin. Müsste ungefähr. Ich hab keine Ahnung gerade, ganz ehrlich. Ich bin bei Dobrovka, bin ich vorbei. Das weiß ich noch ungefähr. Dass ich da wohl gewesen sein muss. Aber ich laufe ungefähr in die richtige Richtung. Mhm. Würde ich sagen. Ich laufe jetzt parallel von der Küste. Parallel zur Küste, also zur Hauptküste, wo Tscherno und Elektron zu liegen. DSF, wo läufst du jetzt gerade lang? Auf diese andere Seite. Ah, okay. Weil wir so quer übers Feld laufen. Ah, ich glaube aber, das ist eher besser. Ja, du läufst jetzt. Oh Gott, ich bin hinterhergelaufen und das ist wieder gebuggt. Verdammte Scheiße, wenn ich jetzt getroffen werde, ne? Ich empfehle dir einfach nur an der Mauer zu entlang zu laufen. Ja, ich suche gerade hier ein Loch im Zaun. Da ist ein großes Loch. Wo bist du hin? Ich sehe dich nicht mehr. Auch interessant, dass überall hier Löcher sind in den Zäunen. Sind die ja alle so blöd, ihre Zäune zu reparieren? Ja, ganz gewaltig. Die werden gleich so abgeknallt, ich sehe schon kommen, Mann. Und weiter? Das Messer ziehen. Willst du jetzt rennen? DCF, willst du rennen? Ja, wir rennen. Okay, warte. Oh, hier ist eine Stadt. Mit Kirche, ich bin in Novi Sobor. Los! Ich sehe noch nichts. Auf die linke Seite gucken. Ja, ich guck da schon. Und Feuerwehrwache im Auge behalten. Ja, mache ich. Das ist nur wie Sobor sein, wo ich gerade bin. Mal schauen, ob wir hier was zu essen finden und dann. Ja, dann weiter. Und dann, genau. Und wie geht's euch da oben so am Airfield? Ja, wir bewegen uns jetzt gerade auf den gefährlichen Part zu, da wo die ganzen Hangare sind. Oh, ich habe gerade einen deutlichen Graustufe gekriegt. Geht's dir? Alles gut, weiter geht's. Das ist ganz lustig, bei mir wird es immer einmal eine Stufe grau und dann färbt sich aber wieder normal. Ja, das Spiel mag ich. Ja, ziemlich. Ich mag das Spiel auch, weil es sagt mir gerade, ich hätte 16 FPS, läuft aber deutlich flüssiger. Ich lauf gegen einen Baum. Ich sollte damit aufhören. So. DSTF. Dosenspaghetti gefunden, aber kein Öffner. Verdammte Scheiße. Sprühdose. Eine volle?
100% voll, ja. Oh, was für eine Farbe? Warte. Black. Was ansprühen. Willst du nicht in die, ja, die Hangare willst du nicht rein, ne? Zuerst erstmal die wichtigen Sachen abgrasen, richtig? Ja, genau. Die Tür müsste sich doch eigentlich öffnen lassen. Da. Ist auch interessant, dass jede Scheibe in Daisy kaputt ist. Jede? Jede. Das ist Quatsch. Also jede, durch die man durchgucken kann. Oder wo auch wirklich man theoretisch hinterstehen kann. Nein, das ist Quatsch. Die von den Baracken nicht. Ausnahme. Baracken? Ja. Betretbare Baracken haben heile Scheiben. So, ich trage eine gelbe Regenjacke. Das heißt, ihr könnt mich gar nicht übersehen gleich. Cool. Wir sind gleich im zweiten Militärbereich. Verlass mir was über, bitte. Ich will auch noch meinen Spaß haben. Ja, wir sind gleich bei der Feuerwache. Kann ich mit so einem... wie heißt das Ding? Warte, mit einem... Fillers? Kann ich damit eine Dose öffnen? Weißt du das? Was? Mit einem Pillars, also einem Schrauben. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube nämlich nicht. Die Schrauben rausziehen. Spieler oben im Turm. Okay. Oben im Feuerwehrturm. Stange war das. Der ist nicht mehr oben, glaube ich. Da unten. Ich bin weiter hinten. Sehr vorsichtig. Wo bist du jetzt dran? Wo bist du jetzt? Ich bin drinne. Ich komme daher. Bevor du weggeknallt wirst. Ich bin auch drin. Warte. 3, 2, 1. Bin drin. Gut. Ach, jetzt bin ich schon wieder auf den Desktop gegangen. So. Ich schleiche mich mal rüber. Oh, der ist oben im Tower, da ist jemand drin. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon rausgegangen ist so schnell und dann im Tower drin war. Aber ich sehe ihn oben im Tower, eben zumindest. Oh, sie zücken wollen ihn. Um den wegzuballern? Ja, ich versuch's. Oh, ich kann keine Waffe mehr ziehen. Jetzt geht's. Ja, toll. Nimm sie in die Hand. Nimm sie richtig in die Hand. Sehr schön. Ich sehe den Eingang und oben den Turm. Keine Ahnung, ob er jetzt schon raus ist. Jetzt muss ich mir gleich so viel Arbeit machen und dein blödes... Die blöden Sätze, nimm ihn in die Hand, nimm ihn richtig in die Hand, gleich rauszuschneiden aus dem Video und das zu sammeln und irgendwann einen Daisy-Special daraus zu machen. Das eindeutige Fest der Zweideutigkeit. Ich weiß nicht mehr, ob er da noch drin ist. Ich kann es nicht genau sehen. Schau mal gleich vor dir. Jetzt. Fuck mal, ich habe ihn eben oben im Turm gesehen. Ah, ich habe endlich was zum Dosenöffnen, glaube ich. Ja, ist ja. Wo gehst du jetzt gerade lang? Nach oben? Bei der Treppe. Wo ist der Typ hin? Ich würde sagen, er ist weg.
Hey, ich habe auch grünen Spray gefunden übrigens. Grünes sehr gut. Spray. Nimm das mal einfach mit. Ja. Wenn das ich werde das wahrscheinlich ja nicht brauchen, wenn ich es überhaupt bis zu euch schaffe. Nur schon ein Wunder. Aber falls doch, haben wir es dann dabei. Kommt ein Spieler gleich rein. Wo? Oh! Fuck, ich komm zu dir. Ich komm zu dir zur Treppe. Ja. Oh, scheiße. Ich guck den anderen Eingang. Nicht jetzt vor meine Linse laufen, sonst klick ich sofort weg. Ja, ich habe eine Kiwi gefunden. Eine nicht verrottete Kiwi. Boah. Du hast nicht geschossen, oder? Nee. Der Schuss hat dir aber nicht dich getroffen, oder? Nee, ich stehe hier neben dir unten. Ja. Alter Fuck. Hier liegt ein Walkie-Talkie. Ja, komm rein, komm rein. Komm durch die Hintertür, genau wie wir. So, jetzt mal an euch beide die Frage, bis wann könnt ihr aufnehmen? Oder bis wann seid ihr dabei? Bei mir egal. Gut. Also wie bei mir? Ja, dann haben wir ja Zeit, bis uns die Finger abfallen. Sehr schön. Oh Gott, die Spannung. Die Spannung bringt mich um. Ja. Oh. Zwei Eingänge haben wir. Einmal den größeren und einmal den hinten den kleinen. Wir sind beim. Ich guck auf den kleinen. Ui, ui, M4, M4. Hab ich nicht gehört. Würde ich jetzt mal behaupten, zwei Schüsse. Hab ich nicht gehört. So, ich mach mal nochmal kurz etwas Speicherplatz auf meinem PC frei eben. Mach das. Ja, das ist auch da nötig. Alter. Ich kann das nicht. Ja. Wie ich ihn jetzt dreimal gesehen habe, ich hätte einfach ihn schon beim ersten Mal gleich abballern müssen. Weiterlaufen? Nee, wir sind jetzt hier quasi gefangen. Wenn wir rauslaufen, können die von allen Seiten stehen und ich weiß nicht wo. Ein bisschen hoch. Bitte? Ja, okay. Etwas die Treppe hoch und guck da durch das Loch. Ja, ist okay. Lass dich nicht abknallen. Ich glaube übrigens, dass ich demnächst mal dass ich zumindest DayZ und Arma 3, also die Spiele, die meiste Leistung fressen, auf meine interne SSD-Festplatte ziehe. Ah. Weil läuft dann bestimmt besser. Wahrscheinlich, ja. Weil ich zeichne jetzt über die gleiche externe Festplatte auf, bei die ich auch Spiele und alles andere mache. Ja. Oh Gott. Fucking Spieler, der ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr da. Dürfen wir unsere Deckung nicht verlassen. Nee, und beschert mir trotzdem den Puls von 130, ey. Nein. Oh, ich hab Lag. Jetzt geht's wieder, okay?